Hallo und willkommen in Hogsmeade. Los geht's! Ich habe meine Moves gezeigt. Move like Jagger. Ich habe das schon schön gemacht. Bis morgen, DMS. Bye, bis morgen. See you. Morgen dann so gegen 8, halb 9. Na, mach lieber früher. Gegen 8. He got the moves like Jagger. Weil ich nicht bis 12 eventuell durchhalte. Ich gehe einfach mehr auf den Friedhof. Ich bin gerne auf dem Friedhof. Ich denke, wir gucken uns jetzt ein bisschen hier um. Jetzt haben wir ja unsere Aufgaben gemacht. Nee, du musst dich noch... Ja. Du hast noch ein Geschichtselement jetzt gleich. Das ja, weiß ich, aber dann passiert entweder, kriege ich dann die nächste Hauptaufgabe und ich werde wieder nach Hogwarts geführt. Ja, du wirst nach Hogwarts zurückgeführt, aber dann ist wahrscheinlich Entspannung. Dann geht's gechillt los. Mit. Aber dann kann ich doch jetzt hier in Ruhe umgucken. Stört doch jetzt keinen. Oder stört dich das jetzt? Mich stört's, weil ich halt weiß, dass du so mitten in noch einer Handlung bist. Ach Gott. 13 Gold gefunden. Ich muss verblüffenderweise sagen, ich habe ja den Trailer zum Spiel gesehen, die haben da viel vom Anfang nur gezeigt. Anscheinend haben Magier sehr oft Spaß daran, Sachen einfach nur fliegen zu lassen. Stopp. Guck mal nach oben. Nach da an das Haus. Ach hier. Hab's, danke schön. Und Nummer 5. Da müssen wir uns morgen auch mal angucken, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Einfach nur ein Sammelding? Sorry. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Gut, dass das Spiel dir Zeit lässt. Du weißt, dass da O stand, dass du drücken solltest. Oh, das habe ich nicht gesehen. Schieß, schieß! Schwächen wir ihn überhaupt? Weiter so, wir müssen ihn zermürben. Schieß, 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 schieß. Potato. Jetzt. Ausweichen. Elden Ring. Parkour. Da war ein Dreieck, aber okay. Deswegen habe ich doch danach Folge gemacht. Warum hast du jetzt nicht? Weil ich mich verdrückt habe. Halt den Knopf. Geh wieder hin zum Gegner.
gedauert. Wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Ja. Immer Lumos nebenbei war. Wie kann es denn so kompliziert sein? Ich will drei klicken, dann R2 und 3. Das ist dann Lumos, das ist das Problem. An sich ist das nicht falsch, da. Aber... Du hast gerade einen Troll getötet. Als Kind. Troll. Oh ja. Nein, noch ein Troll. Das hättest du haben dreimal schneller hingekriegt. Haben Sie beide einen ausgewachsenen Troll gestellt? Vielleicht. Alleine. Anscheinend. Ich habe das auch nur gesagt, geschafft, dass alles sehr schnell. Das ist mir bei durchaus Merlins bewusst. Bart. Geht es ich bin Ihnen mir gut? Dessen bewusst, ja. Aber ich weiß nicht. Vor allem hast du die Objekte nicht mal ansatzweise angenutzt, die in der Umgebung waren. Echt, ich nutze so. Da waren überall R1-Zeichen. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Da waren R1-Zeichen? Wenn Sie unverletzt sind... Könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Reparo. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Lisa! Wie ist das Spiel bis jetzt? Warte. Sehr gut. Hast du auch ein... You are tearing me apart, Lisa! Rika mag es total. Ja. Ich find's nicht schlecht. Sehen, was er will. So, repariere 7 Schäden. Da zu dem Haus. Welche der 5 Häuser? Da. Rika, da. Ja, ach so. Ich muss nur Rika anleiten, das ist für mich sehr anstrengend. Oh Gott, wo waren jetzt Reparo? Reparo. Das ist eigentlich ein Lego. Guck mal. Und repariert. Die reden aber alle sehr emotionslos. Nee, das wirkte jetzt nur gerade hier in der Innenstadt so ein bisschen. In der Schule haben sie sich schon besser geschlagen. Es ist gut synchronisiert. So gut wie neu. Das Feuerwerk. Reparo. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Aber wie geht's dir? Wie läuft's mit dem Führerschein? Und Arbeit? Klappt es wieder trotz Rücken? Da vorne. Ja, hier noch. Reparo. Das ist noch der letzte. Steckt. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. So, sprich mit dem Ladeninhaber da drin. Bin gerade endlich zu Hause angekommen, hab Wir morgen haben eine ein Krimi-Dinner ohne Küche und Spüler mit 70 Leuten und 3 Gängen. Oh Gott. Du Arme. Revio! Revelio. Ich muss Rika anschreien. Im Gegensatz zu den... Oh, Entschuldigung. Ich hasse dich. Ich dachte, du redest mit Lisa weiter und deswegen habe ich es dann weggedrückt. Hm. Geht's wieder zu? Einer. Wie skeptisch sie dich anschaut. Hab endlich meine Theoriestunden voll. Oh, dann geht's jetzt zur theoretischen Prüfung. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Wie viele Punkte hast du denn mittlerweile? Was viel Nützlicheres 17.000. Anbieten. Mir gehört hab halt bei der App noch keinen Bogen bestanden. In meinem Inventar befinden sich ja, das kriegst du hin. Einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Vielleicht kann dir Marcel auch ein paar Regeln erklären, falls du sie nicht verstehst. Gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich dir einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste.
Probieren wir das hier doch mal an, ja? Mich kann man doch nicht auf die Menschheit in einem Auto loslassen. Doch, doch, das geht schon. Marcel weiß selber nicht mehr, okay. Das ist traurig, das sollte es wissen. Er hat den Führerschein, glaube ich, noch nicht so lange. Du hast neue Ausrüstung erhalten, verbessere sie jetzt. Jetzt muss ich zum Ausdruck. Now! Bitch. Seit 7 Jahren. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts. Ah, du kannst sogar Ausrüstung. Angezeigt. Okay. Du hast gerade Gesundheit 275, Verteidigung 0, Offensive 0. Du hast gerade einen Umhang bekommen, ne? Verbesserung nicht möglich. Überall da, wo es gerade so ein Ausrufezeichen gibt, da hast du etwas Neues. Okay, Handelsbedeckung. Wähle den Platz für den Mantel und drücke X. Hier habe ich doch. Den Mantel. Ach so. Und X drücken. Rika, du bist... Ob du dreijährig bist. Das Blaue sollst du, glaube ich, ausrüsten. Nee, das ist ja noch besser. 5, siehst du? Ja, aber du sollst erstmal geschichtlich, glaube ich, irgendwas tun, oder? Nein, ich soll dich einfach nur ausrüsten. Ich habe den Grünen ja auch gerade gekauft. Okay, also der Blaue, den hast du von deinen DLCs, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. So, kann ich noch was ausrüsten? Also ich finde, das Spiel sieht gut aus. Die Figur, also die Welt erklärt sich schön, wie es man von Harry Potter kennt. Rika ist begeistert als Fan, also... Was für eine außergewöhnliche Einführung. Ich kann jetzt nichts machen, was ich will, Blödsinn. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Ist schon ein kleiner Alki. Wollen wir in die 3 Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Für unbedingt mein Butterbier. Ich verkaufe noch mehr. So, wo muss ich... Jens, triffst du dich heute noch mit hoher Gesellschaft zum Tee? Ja. Ich habe mich für die Schule fein gemacht. Nee, okay, da habe ich nichts. Ich hatte heute einen Termin. Und hatte keine Lust mehr, mich umzuziehen. Angelegte Gegenstände, okay, Handbekleidung, aber da habe ich ja einen. Doch, Schmerz. Du hast da was. Klick mal drauf. Siehst du? Ah. Wir haben doch Sachen gefunden. Gut. Oh, ich kann es mir denken. Genau. Nächste Woche auch nochmal. Braucht dein Outfit. Ja, die Maske bitte nicht. Aber ich habe Verteidigung 7. Ja, und? Das macht's schlimmer. Gott. Kannst du, glaube ich, auch ablegen. Wie komme ich denn jetzt? Wie kann ich das denn jetzt wieder wegmachen? Klick nochmal drauf. Da. Ja. Ablegen. Bitte. So. Acht. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht 3 Ecken, dann wäre er nicht mein Hut. Ach so, das ist mein alter Zauberstab. Okay, ich kann mehrere Zauberstäbe haben. Ja. So wie Jedi ja auch mehrere Laserschwerter haben können. Da war jetzt nichts. Dann mache ich jetzt mal hier. Dein Schild. Offensive 4. Jetzt friert sie nicht mehr. So, mehr kann ich hier nicht tun. Da muss er auch mal mit. Aber ich finde, ich sieht gut aus. Also so förmlich. Ich wirke so, als würde ich Leuten... Sieht aus wie früher, Lisa. Als würde ich Leuten irgendwas unbedingt andrehen wollen. Möchtest du 10.000 Mark in der Woche machen? Dann musst du folgende 5 Tricks verfolgen, die jeder Arbeitgeber hasst. Du kennst diese YouTube-Werbung nicht. Nein. Ich muss da so cool aus so einem Auto steigen. Aus so einem Ferrari oder so. So. Also, hier ist noch was. Ja, es sind unsere Sachen. Genau, die Sachen, die wir eingesammelt haben. So. Sammlung. Ja. Das sind jetzt nur die Sachen, die du eingesammelt hast. Ja. Gut. Haugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Gnu hat letztes Mal ein größeres Video gemacht zu der ungewollten Sexualisierung von Streamerinnen auf Reddit und anderen solcher einschlägigen Foren. Okay.
Okay. Wenn das nicht zu fahren ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Lustig ist nur, dass die ja da auch schlimme Sachen geschrieben haben und der Internet ist ja nicht rechtsfrei, ne? Mhm. Sie hat mit einer Hackerin zusammengearbeitet, die quasi die Adressen der Leute herausgefunden hat, einiger, und diese hat sie dann halt quasi angezeigt. Du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Der hat eine komische Synchro. Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Da ist das Kind. Nehmt es euch. Hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Sie wird aber nicht von einer Dame gesprochen. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst, das Trolle Gesicht ist auch in Hogsmeade, das hatten wir ja noch nie. Finde ich gut. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen. Warum trägt er diesen Zylinder? Ist unsere Galeone. Das ist so voll auffällig. Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Nee, aber ich kann mit Flo Flamme überall hin teleportieren. Alter. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Ich hab nicht Vorsicht. Mal was getan. Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wie immer. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Okay, du bist mit deinen Aufgaben fertig, du sollst es... Gen. Da, jetzt hab ich's gesehen. Revelio. Warte, ohne das geht's nicht. Revelio! Das Wirtshaus Drei Besen, das derzeit von Sirona Wine geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Ist nicht später Dumbledores Bruder hier irgendwo vergeistert? Ja.
Naja, Rika trinkt und isst ja immer alles, was sie findet. Okay, mit wem redet er? Ich glaube, er hat ein Problem. Aber er redet nicht mit mir. Da noch was zum Essen. Knupsch. Oh, es geht hoch. Stärkt die Nerven. Nee, vorne, ich muss hoch. Raus. Es geht aber auch hoch. Achso. Ich kann nicht ran. Also, es funktioniert. Ja, drin nicht. Rennt man ja auch nicht. Hat das deine Mama nie beigebracht? Dass man im Haus nicht gerannt wird? Mhm. Bin ständig hoch und runter gerannt. Wobei man sagen muss, euer Haus ist auch so klein, das geht ein bisschen schwer, ne? Du kannst halt relativ schnell gehen, ne? Mich macht's ein bisschen bekloppt, dass du nicht jede Ecke vernünftig abguckst, die du gelaufen bist. Oh Gott. Aber okay. Da ist aber auch nichts. Ja, gucke. Jetzt kann ich auch wieder rennen. Gerade einen Geheimgang gefunden. Nee, du bist nur aber anders reingegangen. So. Okay, warum das? Ich bin heilfroh, dass Sirona da war und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. So, jetzt wollte ich aber mal eben was nachgucken. Du musst die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Ja gut, ich muss das also jetzt daraus, okay. Wähle die Taste für die Karte von Hogwarts aus, um sie anzuzeigen. Oben. Ach so, okay. Ich wollte gerade nachgucken, ob es irgendwelche Nebenquests in Hogsmeade gibt, die ich noch eben machen kann, aber... Nee, es ist Nacht. Du sollst ins Bett gehen. Da wabbelt was. Da. Große Halle. Aber Schnellreise zum Gemeinschaftsraum will er doch. Ja, mach das doch. Nee, ich glaube, die große Halle. Ja, wobei, jetzt wabbelt es nicht Treppe, mehr. Große Treppe, eben. Der Südflügel. Ausgang, nein. Der Flügel des Glockenturms. Nee. Bei der großen Halle sind ja die Gemächer. Da sind ja die Lehrräume. Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. Mit Hut hier schlafen. Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogsmeade. So. Wie ist es jetzt mit der Zeit? Ja, du könntest noch 5 Minuten. Also kannst dich noch ein bisschen umgucken. Lass einfach rausgehen. Ich wollte doch eben was gucken. Okay. Ich habe nur noch dieses Mini-Ding, sonst habe ich hier ja, und nichts. Okay. Wahrscheinlich, wenn du gleich rausgehst, kriegst du eine neue Hauptmission. Okay. Nachrichten lesen. L3. Gut, dass wir da gerade drin waren. Was ist denn jetzt nochmal? Rika, das ist immer noch die Taste. So, Eulenpost. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Grimsgott gefunden haben, entdeckt. Gringotts, was ist denn los mit dir? So. Mit Professor Fick. Genau. Ja, wie gesagt, du kannst jetzt zu dem oder kannst dich jetzt hier nur ein bisschen umgucken und ein paar Geheimnisse entdecken. Gibt's hier bestimmt auch ein paar Buchseiten. Kannst du eigentlich auch in andere Schlafsäle rein? Kann ich gucken. Ja. Ja. Gott, hast du hier viel zu erkunden. Oder bin ich jetzt in meinen wieder? Nee, du bist in einem anderen. Scheint aber auch nichts zu sein. Lisa, ich weiß, falls du noch da bist, ich weiß, du bist kein Harry Potter-Fan, aber welches Haus wärst du? Ich kann echt
in jeden Raum rein. Alter, Scheiße, ey. Das ist halt wie Ni No Kuni 2, ne? Wo es auch so intensiv Fresse, groß ist. Ey. Dann bleib mal kurz stehen und dreh mal nur die Kamera. Vielleicht siehst du irgendwo was. Da ist ein Geist. Da müsst ihr hin. Nö, ich sehe gerade hier nichts. Und da hinten durch. Oh, da ist ein Globus. Guck mal, hier unten sind auch noch mal Räume. Ich wette, in einem der Dinger ist irgendwas. Bestimmt. Oh. Ach, hey. Sind bestimmt die Jungs. Da. Ich will den Jungs ihren Tee wegsaufen. Ja. Jungs sind im Keller. Da war noch Äpfel. Das ist egal. Alter. Ja, ich glaube, hier würde ich jetzt nicht groß rumsuchen. Nee, ne? Das würde ich halt machen, wenn ich wirklich Zeit habe. Und nicht im Stream. Im Stream kannst du es machen, aber du wolltest jetzt so 5 Minuten noch irgendwas tun und da ist das jetzt, glaube ich, nicht ganz so lockend. Lern Hogwarts kennen. Stopp! Guck mal bitte mal hier in diese Seitentaschen, ob da irgendwo auch was ist. Kannst auch mal Revelio machen. Revelio. Und einfach nur rumgucken, ob irgendwo was markiert ist. Nape. Die Tour habe ich schon aufgemacht und dahinter war ich auch schon. Ja, man muss ja trotzdem rumgucken. Achso, das ist mein Apfel. Wieder mal auf Abenteuertour? Guck mal, hier sind die Treppen. Ja. Das sieht einfach so geil aus. Wenn das Verlorene gefunden ist, wird der Verrat des Bruders die Gezeiten des Krieges wenden. Aha. Ob man hier... Nee, kann man auch noch nicht, ne? Weil... Doch, müsste nicht so ungefähr um die Zeit auch Grindelwalds erste Aktivitäten sein? Nein, das ist erster Weltkrieg, Schatz. Grindelwalds erste Aktivitäten waren erster Weltkrieg. Also ah, quasi, guck mal, hier wieder so ein Rätsel. Ja. Ach, schon wieder dieses Tor. Hab ich doch gerade gesagt. Du kannst aber schon mal enthüllen. Das Mathe. So gar nichts. Ja. Okay. Ich weiß es nicht. Du kannst es halt erst knacken, wenn du einen Schlüssel dazu hast. Also wenn du den Schlüssel zum Knacken hast. Guck mal. Vielleicht ist hier eine Sache. Da. Revelio! Da ist eine Truhe auf der anderen Seite. Diese große verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphire und Smaragd enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweilige Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Okay, und was haben wir? Wer seid ihr denn? Ihr dürftet die hier sein, ne? Guck mal, ich sehe hier hinter auf der anderen Seite Tour. Ja, Markierungen halt. So. Wir sind das hier. Das hier, genau. Ah, dann gehen wir hier durch den Raum. Durch den? Ja. Weil der markiert die auch auf der Karte. Weiter? Oh, da ist wieder was. Guck mal. Dreh, drop, ab. Da. Lumos! Lumos. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Protego. Oh, sorry. Ja, schützt dich vor dem. Ah, hier ist die große Halle. Genau, wenn du jetzt noch da gehst. Und da, der Schmetterling ist da oben drauf. Stimmt. Hier irgendwo, ne? Mhm. Da. Lumos. Lumos. Und jetzt musst du da hingehen. Wieder zurück. Genau.
Und hier wäre dann auch noch mal ein Video. Na, die Musik. Ja. Und weglassen. Dann. Revelio. Nee, du musst näher ran. Was denn jetzt passiert? Ja, hallo? Du machst genau das, was ich gemacht habe. Den hier. Nein, nicht was den. Was hast du? Wenn du den hier drückst, den, dann visiert die so komisch an. Und dann bewegt sie sich nämlich anders. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Nach da? Da hinten durch. Hier hast du wieder diese Zahl, die andere. Da die Tür. Ah, und da das Rätsel. Aha, okay. Nur durch diese Tür kämst du dann zu dieser Truhe. Aha. Vielleicht cheate ich das mal. Das ist mir zu blöd. Ich cheate das mal. Ja, weil das ist echt, das sowas liegt mir überhaupt nicht. Da bin ich zu dumm. Vielleicht wirst du nur darauf hingewiesen noch. Du wurdest ja auch mit den Schmetterlingen darauf hingewiesen, wie es geht. Ja, weil da bin ich echt zu dumm für sowas. Das gebe ich auch ehrlich zu, auch in meinem jetzigen, also selbst wenn ich meinen jetzigen Zustand gerade nicht hätte an Nicht-Intelligenz, würde ich den nicht haben. Achso. Revelio. Aber hier gerade eine Seite. Wo? Hallo. Weil du Revelio gemacht hast. Ich wollte nur fragen, weil du das gerade gemacht hattest. Nein, ich habe mich verdrückt. Dachte ich mir. Aber hier... Achso, das ist ein Fall. Ja, aber ich würde sagen, jetzt ist Schluss für heute. Oh, lass mich eben doch zum Professor bitte. Nee, dann fängt ja die neue Story an. Ach so. Aber nur wenigstens ein bisschen mehr. Rika. Ja, dann gehe ich jetzt einfach nach oben. Dann tisch dich aus, ganz allein. Das geht nicht. So, okay. So. Guck mal, jetzt haben wir doch so ein schönes Bild. Stehen wir nämlich hier im großen Hof. Okay. So, dann würde ich einfach sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Harry, nee, mit Hogwarts Legacy. Nicht mit Harry Potter. Und mit Rika, vielleicht die, die dann mal bequemer sitzt. Ich sitze gerade sehr bequem, muss ich ehrlich zugeben. Genau. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.